Der FC Bayern dominiert seit Jahren die Bundesliga, doch es gibt da noch einen anderen Meister aus München. 1966 haben sie die Schale geholt und bis 2004 in der ersten Bundesliga gespielt. Die Rede ist natürlich vom TSV 1860 München. Ich weiß auch nicht, warum ich so getan habe, als wäre das ein Geheimnis. Und hier beginnt jetzt meine Challenge in der dritten Liga. Von hier aus möchte ich den Verein besser machen als den FC Bayern. Das heißt, beide Spiele in einer Saison gegen sie gewinnen und natürlich die deutsche Meisterschaft holen, damit München zumindest noch einmal blau ist. Servus oder so, wir starten hier, indem wir direkt mal einen Spieler verkaufen und ein paar Talente ausleihen, denn 1860 hat schon einige ganz junge, vielversprechende Wilde und ich hole auch noch weitere von der Sorte dazu. Ganz wichtige Zusatzregel bei dieser Challenge übrigens, ich darf natürlich keine Spieler vom FC Bayern kaufen. Ich meine, aktuell wollen sie die Jungs vom FC Bayern sowieso nicht neu orientieren wie so viele andere Spieler, aber das wird sich hier hoffentlich bald schon ändern, wenn wir in der zweiten Liga sind. Und dann werde ich hoffentlich auch diese Spieler hier alle los. Weil bis jetzt sieht es nicht so aus, als könnten wir nochmal Geld einnehmen. Und das wäre eigentlich schon dringend nötig, weil ich würde gern mehr Spieler verpflichten, als nur den neuen Innenverteidiger, von dem ich den Namen jetzt mal besser nicht ausspreche. 21 Jahre alt ist er und hat natürlich ordentlich Potenzial. Wobei ich schon glaube, dass die Mannschaft von den Einzelspielern her so auch direkt um die Meisterschaft oder zumindest den Aufstieg mitspielen könnte in der dritten Liga. Ich sage Einzelspieler, weil im Real Life läuft es ja komplett anders. Da muss 1860 eher aufpassen, dass sie nicht absteigen. Zum Glück haben wir jetzt zumindest noch einen weiteren Spieler. Ein weiteres Talent zu uns holen. Der kommt ausgerechnet aus der Bayern-Jugend. Aber die Zeit liegt hinter ihm. Eyüp Aydin wechselt von Galatasaray zu uns für nur 1,4 Millionen und soll im defensiven Mittelfeld so richtig aufräumen. Mal schauen, ob ihm das gelingen kann. Wir finden es gleich heraus, indem ich ans Ende der ersten Saison simuliere. Das ging jetzt echt schnell, dass wir hier gelandet sind, aber ohne Spielerverkäufe ist es halt echt richtig schwer, den Kader krass umzubauen. Aber vielleicht gelingt uns das ja in der nächsten Saison. Auch so war die Entwicklung jetzt nicht verkehrt. Venezi 17 Tore einfach und 16 Vorlagen. Der ist halt leider schon 30 Jahre alt. Also bei dem kann man jetzt nicht mehr mit einer krassen Entwicklung rechnen. Aber Hille hat halt jetzt eine 71 und ihr wisst, wie wichtig Keeper sind. 1860 wird Erster in der dritten Liga. Hey, ich finde das so crazy, ne? Ich habe jetzt nicht so viel an der Mannschaft geändert. Und dann schaust du dir an, wo 1860 im Real Life ist. Und hier simuliere ich eine Saison und wir werden instant Erster. Und das mit 15 Punkten Vorsprung auch noch. Also die Liga wurde echt komplett dominiert. Das Gute daran ist jetzt natürlich auch, ab der zweiten Saison haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass sich Spieler nicht neu orientieren wollen. Ich kaufe natürlich trotzdem keinen von Bayern, auch nicht den zurückgekehrten David Alaba. Neue Spieler wollen und brauchen wir natürlich trotzdem. Vor allem waren ja einige nur ausgeliehen. Die sind jetzt weg und dadurch ist der Kader auf einzelnen Positionen, wie zum Beispiel rechts hinten, schon ziemlich ausgedünnt. Noch lieber hätte ich aber einen rechten Mittelfeldspieler. Problem ist halt, wir haben nicht besonders viel Kohle, weil ich ganz viel davon schon, ihr seht es ja, Anfangsbudget 4,2 Millionen, für neue Verträge ausgeben musste. Weil natürlich, wenn man aufsteigt in die zweite Liga aus der dritten, jetzt wollen die alle so viel mehr Kohle haben. Also wir müssen wirklich darauf hoffen, dass sich die ganzen Jungs hier jetzt endlich verkaufen und wir so nochmal zusätzliches Geld einnehmen. Jawohl, und das scheint zu gelingen, denn Güller verlässt uns direkt in Richtung Karlsruhe. Tim Kloss wechselt zu Grimsby Town. Einige Talente werden wieder ausgeliehen, dazu Rieder verkauft. Also diese Transferphase läuft bis jetzt sehr vielversprechend. Wir haben jetzt auch auf einmal wieder 5 Millionen am Start. Damit können wir uns nicht nur einen neuen 18-jährigen rechten Mittelfeldspieler namens David Martinez, sondern auch einen neuen Rechtsverteidiger. Aber da habe ich jetzt Xavi schon so ein bisschen über den Tisch gezogen, denn vom FC Barcelona kommt Hector Fort für nur 1,2 Millionen. Also das ist ein absoluter Deal. Ich habe ihm jetzt auch noch ein Spielergesicht gegeben. Ich finde, dann hat man viel mehr persönlichen Bezug zu den Spielern und so endet die zweite Transferphase. Aber sind wir mal ehrlich, diese Mannschaft in der zweiten Bundesliga, da geht es wirklich nur darum, nicht abzusteigen. Ja, perfekt. Das dauert auch nicht lang, bis ich zum ersten Mal rausgeworfen werde. Gehe ich eben zu Rot-Weiß Essen. Ich kann aber auch nicht lange wegbleiben, also von 1860, weil sonst treffen die noch irgendwelche dummen Entscheidungen und verkaufen meine besten Spieler oder so. Das Transferbudget wurde jetzt natürlich resettet. Da werde ich dann am Ende der Saison nochmal einiges wegnehmen, weil sonst haben wir nächstes Jahr einfach so dermaßen viel Budget. Und das wird es natürlich schon viel zu einfach machen. Interessanterweise wurde ich jetzt nicht nochmal gefeuert. Also das Team hat
nach meiner Rückkehr auf einmal performt. David Martinez ist vor allem abgegangen. Der hat 15 Tore geschossen. Dazu 3 Vorlagen. Das ist im Vergleich jetzt auch nicht so schlecht. Kurt hat halt leider 28 Mal gespielt. Ich meine, der ist auch erst 23, hat halt nicht so viel Potenzial wie Hector Ford, der immerhin 20 Mal zum Einsatz kam. Am Ende steht ein 9. Tabellenplatz. Und das ist tatsächlich besser, als ich es mir erträumt hätte. Denn wir sind 9 Punkte weg vom Abstiegsplatz, also vom Relegationsplatz sogar. Schalke wird erster, Stuttgart war in der 2. Liga hier. Wenn man sich anschaut, wo die gerade in der Bundesliga stehen, ist das komplett crazy. Auf den Pokal haben wir letzte Saison nicht geachtet, aber ihr seht es ja schon. Also die Mannschaft ist noch nicht gut genug. Wir sind in der 1. Runde direkt rausgeflogen gegen Freiburg 2. Champions League-Sieger hier mit der AC Milan und die Europa League holt Benfica. In der 3. Saison, keine Sorge, ich habe nicht vergessen, das Budget zurückzusetzen, haben wir jetzt 7 Millionen zur Verfügung. Dazu sind noch 3 Spieler auf der Transferliste und vor allem die Innenverteidigersituation. Hier ist echt komisch. Schröter würde ich gern behalten. Klar, die 3 will ich weiterhin ausleihen. Aber bei Verlat, der sogar Kapitän ist, und bei Lang, check ich es nicht, dass jetzt einfach beide weg wollen. Ich werde höchstwahrscheinlich nur einen davon abgeben, weil dann müssen wir keinen neuen Innenverteidiger kaufen und können uns darauf konzentrieren, das ZOM und das LM zu verbessern. Ziel ist natürlich, ein komplettes 70-Plus-Team zu haben. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, Niklas Lang gehen zu lassen zum HSV, einfach weil die Angebote für ihn viel besser waren. Und Verlat ist ja noch dazu Kapitän. Der soll jetzt einfach erstmal hier bleiben. Zainu Lau darf aber noch gehen. Und ich habe ein 4,7 Millionen Angebot für Hiller von Galatasaray angenommen. Das heißt, wir stehen jetzt tatsächlich bei 14 Millionen. Brauchen aber natürlich auch dringend eine neue Nummer 1. Und ich dachte mir, so 4 Millionen pro Spieler ist ein guter Preis, weil ich insgesamt 3 holen möchte. Und jetzt schaut mal, wie viel Dennis Simon gekostet hat. Genau 4 Millionen. Der kommt hier aber nicht von Stuttgart, sondern von Villarreal. Als nächstes dann der geforderte ZOM. Und es ist das nächste deutsche Talent. Uedraogo für, ihr wisst Bescheid, 4 Millionen natürlich, genau. Und zu guter Letzt ein linker Mittelfeldspieler. Der konnte jetzt auch noch mal ein bisschen teurer sein. Deshalb habe ich Roger Fernandes geholt für 5 Millionen. Und damit habe ich mein Ziel fast erreicht. Fast jeder Spieler im Team hat mindestens eine 70, bis auf den Kapitän Verlat. Aber vielleicht schafft der das ja auch noch in seiner letzten Saison hier. Und das ist auf alle Fälle seine letzte, weil er ja weg will und es wird sich auch nicht ändern, egal wie viel er spielt. Und ab der nächsten Saison ist er ja dann mit einem auslaufenden Vertrag ausgestattet. Das heißt, ich muss ihn dann zur Kohle machen. Wobei, vergesst einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Denn NDI wurde gerade an Bremen für 47,5 Millionen verkauft. Das heißt, jetzt kann Jesper Verlat halt dann doch gehen. Und wir kaufen uns mit der Kohle einfach 2 neue Innenverteidiger. Also sagt auf Wiedersehen zu Verlat. Der wechselt für 1,4 Millionen zu Sunderland. Und jetzt wird richtig Geld ausgegeben. Und zwar 24 Millionen für Jorel Hato. Und das war nur möglich, weil ich vorher schon ganz günstig Conny de Winter bekommen habe. Sein Vertrag wäre ausgelaufen, Juve musste ihn ziehen lassen. Und Hato war halt der absolute Top-Transfer. Also das ist jetzt schon eine richtig gute Zweitliga-Verteidigung. Spielen wir damit um den Aufstieg mit? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber selbst wenn das jetzt so eine Übergangssaison wird, das wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Wie zur Hölle haben wir jetzt noch 4 Millionen übrig? Da könnte ich ja sogar noch einen 4. Sechser verpflichten. Ist halt nur fragwürdig, ob der dann besser ist als Niklas Tarnat. Und ich habe jemanden gefunden, der passen könnte. Es war echt eine lange Sucherei, aber irgendwann bin ich auf Federico Zucon gestoßen. Und der hat eine 71, Preis 3,1 Millionen. Sein Potenzial ist leider um 3 Punkte runtergegangen. Mal schauen, ob der automatische Trainer ihn überhaupt einsetzt. Ich stelle ihn jetzt zumindest mal auf in meiner Traumaufstellung. Aber ich denke, wir werden ihn so oder so mit Gewinn verkaufen können. Von daher alles easy. Jetzt aber ab ans Ende der Saison. Und dann rein in die erste Bundesliga? Also gerade jetzt hinten raus waren die Performances... Nee, die waren nicht gut. Dann habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Die Entwicklung zumindest mal ist okay. Bester Torschütze diese Saison, David Martinez schon wieder. Was ist der bitte für eine Maschine? Bester Vorlagengeber, Uedraogo. So viel Tor und Vorlagen haben wir jetzt nicht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir aufgestiegen sind. Aber es reicht immerhin für den 5. Tabellenplatz. Es ist also eine Steigerung. Bremen holt einfach 81 Punkte, Darmstadt 75. Also da waren wir nicht mal ansatzweise
also dran. Aber das kann ja dann nächste Saison alles kommen. Im DFB-Pokal sind wir schon wieder in der ersten Runde rausgeflogen. Gegen Saarbrücken. Gegen die scheiden Münchner Vereine aber auch einfach sehr, sehr gerne aus, muss man sagen. Die vierte Saisonverträge habe ich schon verlängert und damit stehen wir jetzt noch bei 9 Millionen. Daran merkt man auch, die Verträge haben nicht so viel gekostet. Liegt vielleicht auch daran, dass zumindest ein Spieler aufhört, Albion Frenetzis in seiner letzten Saison hier. Als einzige Neuverpflichtung plane ich trotzdem aktuell mit einem Linksverteidiger. Deshalb ist Philipp Steinhardt auch schon auf der Transferliste. Für den bekommen wir aber natürlich nicht so besonders viel Geld. Aber es könnte schon sein, dass wir uns trotzdem nur deshalb jetzt den neuen Linksverteidiger leisten konnten. Denn für Julian Aude muss die unsere komplette Kohle hergeben. Und während der jetzt hier vorgestellt wird, nutze ich das kurz aus, um auf meinen Podcast aufmerksam zu machen. Da haben wir in der letzten Folge ganz viel über den FC Bayern, über Thomas Tuchel und das Leverkusen-Spiel gesprochen. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das unbedingt ab und da ist er jetzt also mit seinem neuen Trikot, unser neuer Linksverteidiger, für 8 Millionen gekauft von Sporting und sein Marktwert ist krass hochgegangen. Die restliche Transferphase verläuft ganz ruhig. Die Angebote hier für Simon und Hato werden sowieso zu spät gekommen, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass sich nicht so viel am Kader verändert, denn so kann die eingespielte Truppe jetzt endgültig das Projekt Aufstieg in Angriff nehmen. Bis jetzt läuft es ganz ordentlich in der Saison. 3 Siege, 2 Niederlagen, so eine leichte Leistungssteigerung brauchen wir aber noch, damit wir nächste Saison endlich in der gleichen Liga wie der FC Bayern München spielen. Auf dem gleichen Level sind wir natürlich noch lange nicht und trotzdem wäre es ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Bester Torschütze diese Saison war mal Schwarz und nicht Martinez, der hat nur 11-mal getroffen. Bester Vorlagengeber einfach der 82er Jorel Hato mit 7 Vorlagen als Innenverteidiger. Das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Ein Innenverteidiger als Top-Vorlagengeber. Und das hier ist der Grund, warum ich euch den Kalender nicht gezeigt habe. Denn wir sind mit 1860 in die Relegation reingekommen, haben da gegen den SC Freiburg gespielt und ganz knapp mit 4:3 insgesamt gewonnen. Also dieses Rückspiel zu Hause mit dem 2:1, da müssen alle komplett eskaliert sein. DFB-Pokalsieger wird Dortmund, wir sind glaube ich wieder in der ersten Runde geflogen, genau gegen Schalke. Superpokal, schauen wir schnell rein in die Champions League, in die Europa League und in die Conference League. Ja, und dann ganz schnell rein in die nächste Saison. Willkommen 1860 München zurück in der ersten Bundesliga. Und unser Aufstiegsgeschenk sind diese unglaublichen 32 Millionen. Wobei ich jetzt schon auch direkt 3 Millionen für Vertragsverlängerungen ausgeben musste. Da ist es ganz gut, dass hier und da Leihspieler nachrücken, wo wir nicht irgendwie Backups kaufen müssen. Also Rheinthaler macht jetzt seine letzte Saison. Das heißt, ich werde Michael Glück zum letzten Mal ausleihen. Und danach wird er der neue Backup in der Innenverteidigung. So krass ist sein Potenzial sowieso nicht. Miloš Kocic bleibt jetzt schon hier. Der ist dann der Ersatzmann für Uwe Draogo. Im Sturm ist die Situation noch ganz interessant. Da kaufe ich die ganze Zeit extra keinen neuen Spieler, in der Hoffnung, dass Uro Takba irgendwann mal besser ist als Schwarz. Nächste Saison könnte es endlich soweit sein. Das heißt, ich versuche auch diese Saison wieder keinen neuen Stürmer zu kaufen, auch wenn uns das so ein bisschen wehtut, weil das halt schon einer der schwächsten und gleichzeitig wichtigsten Positionen im Team ist. Links hinten wird auf alle Fälle wieder was passieren, weil Fabian geile Dinger unbedingt weg will, weil ich ihm halt den Aude vor die Nase gesetzt habe. Das heißt, wir brauchen einen neuen Backup-Linksverteidiger. Aber der muss ja auch nicht so teuer sein dann. Ja, und perfekt, dass bei Isaac Schmidt der Vertrag am Auslaufen war. Der macht also jetzt den Job für 4,5 Millionen. Und jetzt können wir dann, nachdem wir nochmal 700.000 für Frey kassiert haben, einen richtig guten Sechser kaufen. Er heißt Archie Gray, kommt nicht umsonst vom FC Barcelona für 23 Millionen. Hat eigentlich 85 Potenzial, das ist hier so ein bisschen runtergegangen, trotzdem ist er in jedem Fall eine Verstärkung neben Aydin. Nur habe ich bei ZDMs dieses Jahr irgendwie so generell das Gefühl, dass das ganz, ganz schwer ist, dass die ihr Potenzial nicht verlieren. Also das passiert auf der Position irgendwie fast immer, dass die kacke werden. Aber mal schauen, die Hoffnung bei Archie Gray ist groß, dass es bei ihm vielleicht mal anders läuft und jetzt ist die Frage, was ich mache. Denn ich habe unseren bisherigen Top-Stürmer Joel Schwarz verkauft. Ob man den wirklich Top-Stürmer nennen kann, ist die Frage. Aber er war halt unser Stammspieler da vorne drin. Und jetzt könnten wir uns mit 12 Millionen einen neuen kaufen. Dann verbauen wir aber halt Uro Takba komplett alle Möglichkeiten, da mal in die Mannschaft reinzurutschen. Deshalb würde ich sagen, wir probieren es einfach mal aus mit ihm. Wir holen ihn von der Leihe zurück und stellen ihn da vorne rein. Klar, er ist der schwächste Spieler in der Mannschaft zusammen mit Ford. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass das klappen kann. So diese eine Chance
Chance hat er sich jetzt einfach verdient. Ich will natürlich jetzt trotzdem noch irgendeinen Spieler kaufen. Ja, und das wird aller Voraussicht nach ein Rechtsverteidiger. Denn ich verkaufe Leroy Quadwo. Der ist Innenverteidiger, ja, ich weiß. Aber wir können ja Hector Fort gleich zum Innenverteidiger umformen. Auf die Position passt er sowieso viel besser. Mit seiner Größe von 1,85. Ja, und dann holen wir uns mal wieder den Sam Curtis für 9 Millionen von Villarreal. Der hat immerhin 82 Potenzial, hat genau Marktwert gekostet und ist gleich gut wie Ford, der glaube ich aber sein komplettes Potenzial mittlerweile verloren hat. Trotzdem so als Backup-Innenverteidiger könnte der gleich richtig heftig sein. Das erste Duell mit dem FC Bayern geht unentschieden aus. Und jetzt können wir Hector Ford umformen. Geht er hoch? Er geht nicht hoch. Ja, ist im Prinzip auch egal. Stammspieler wird er so oder so keiner mehr. Die erste Leistung gegen Bayern war ja ganz vielversprechend. Klar, wir haben nicht gewonnen, aber auch nicht verloren und wir wurden nicht rausgeworfen. Das andere Spiel, 4:1 Niederlage, das tut weh. Also die erste Derby-Niederlage, aber gut, das gehört jetzt zu Beginn noch dazu. Trotzdem sieht die Mannschaft jetzt schon so heftig aus und Uro Takba ist nicht nur um 4 Gesamtstärken hochgegangen, sondern hat auch 14 Tore erzielt. Alle 14 in der Bundesliga. Der hat seine Chance also genutzt. Ich sehe aktuell keinen Grund, ihn zu ersetzen. Wir wurden 13. in der Tabelle, das ist voll okay, 5 Punkte über dem Relegationsplatz bin ich mehr als zufrieden mit. Bayern wird nur Zweiter, auch das ist natürlich nice. Hier aus Sicht von 1860, gut, sie holen den DFB-Pokal. Da sind wir natürlich wieder in der ersten Runde rausgeflogen, dachte ich. Nee, wir sind in der zweiten noch weitergekommen. Wir sind erst in der dritten rausgeflogen. Also auch da zumindest mal ein klitzekleiner Vorsprung. Champions League-Sieger wird PSG. Der FC Bayern war ja katastrophal in der Champions League. Die wurden einfach Gruppenletzter in einer Gruppe mit Club Brügge und Dynamo Zagreb. Die sechste Saison und dafür ist das Team schon echt ziemlich weit. Und ganz klar ist eigentlich, wir brauchen mal wieder einen Sechser. Aydin war jetzt Kapitän, aber er entwickelt sich einfach nicht so, wie wir das gebraucht hätten. Budget liegt bei 24 Millionen. Damit sollte auch was möglich sein. Da kommt auch noch mal ein bisschen was dazu, weil der mittlerweile 30-jährige Niklas Tarnath jetzt gehen kann. Und mit dem Deal bin ich jetzt auch mal wieder super zufrieden. Denn es kommt Renato Vega für 21 Millionen. Der hat einen Marktwert von 24,5. Er bekommt natürlich auch noch ein Spielergesicht eingefügt. Und dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass der scheinbar mal bei Augsburg war. Er kennt also zumindest Bayern schon mal so ein bisschen. Ja, und ich lasse die Mannschaft jetzt einfach genauso. Da sind halt so viele Spieler drin, in die ich mich so ein bisschen verliebt habe und es mir deshalb extrem schwer fällt, die zu verkaufen. Auch wenn teilweise ganz gute Summen reinkommen würden. So oder so, damit bleiben wir auf alle Fälle in der ersten Bundesliga. Ich würde halt jetzt gerne den FC Bayern zum ersten Mal schlagen. Aber ich habe jetzt während der Simulation 0,0 auf die Ergebnisse geachtet. Nur unentschieden im Mai. Wir checken das jetzt mal gemeinsam ab. Im Pokal sind wir 5:2 gegen Bayern rausgeflogen. In der Liga haben wir einmal 2:2 gespielt und das Hinspiel ging 0:4 aus. Also immer noch kein einziger Sieg gegen den FCB und das mit einer Mannschaft, die fast komplett aus 80-Plus-Spielern besteht, bis auf Curtis. Also vielleicht kaufen wir jetzt dann mal wieder einen neuen Rechtsverteidiger. Bester Torschütze erneut Uro Takba, also aus dem könnte wirklich was werden. Richtig nice, dass das funktioniert. Den habe ich ja über so viele Saisons hinweg immer wieder ausgeliehen. Und das macht sich jetzt bezahlt in der Tabelle 13. nur. Also da habe ich mir doch deutlich mehr erwartet. Dortmund wird deutscher Meister. Bayern holt wieder den Pokal. Gegen dies sind wir im Halbfinale rausgeflogen erst. Champions League-Sieger wird Manchester City, der FC Bayern. Auf die achten wir ja schon auch so ein bisschen. Aber die waren ja schon wieder katastrophal. Die wurden nur Dritter, aber auch ein bisschen unglücklich, weil Marseille und Arsenal hatten beide auch 10 Punkte. Und dann hat Bayern Europa League gespielt, ist da bis ins Viertelfinale gekommen. Conference League-Sieger wurde Stade Rennes. Auf geht's, ab geht's, Saison 7. Es wird halt wahrscheinlich alles deutlich schneller gehen, wenn ich jetzt auch mal einen Spieler für richtig viel Kohle verkaufen würde. Aber ihr habt es ja vorhin schon rausgehört, ich mag die alle viel zu sehr. Gut, rechts hinten mit Curtis. Den hatten wir eh schon mal in einer anderen Sprint to Glory, da war der richtig krass. Den werden wir jetzt zum Backup umfunktionieren und dann muss Kurt gehen. Die Transferliste sollte ich euch generell mal zeigen, weil da ist jetzt auch Hector Ford drauf, weil er weg will. Und die ungünstige Situation ist da, dass sein Vertrag ausläuft. Heißt, wir müssen uns von ihm verabschieden. Er geht zu Sporting für 6 Millionen. Und jetzt brauchen wir einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Der Rechtsverteidiger ganz, ganz klare Prio. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, nicht das ganze Geld für den Rechtsverteidiger auszugeben. Dafür hat Michael Kajode halt nur ein 82er Potenzial. Ich kaufe hier einfach die ganze Schmidt-Familie.
Familie zusammen. Nach Isaac Schmidt kam jetzt gerade auch Kenneth Schmidt. Und damit haben wir jetzt auch wieder einen besseren Ersatz-Innenverteidiger hinter Harte und De Winter. Oha, und jetzt haben wir sogar mal das Vorbereitungsturnier gewonnen. Dadurch haben wir jetzt nochmal 6 Millionen am Start. Gut, zur Not hebe ich das einfach für die nächste Saison auf. Oder wir geben es für den neuen Sechser aus, den wir jetzt dann kaufen müssen. Denn Archie Gray wechselt zu Real Madrid für 80 Millionen. Da habe ich also doch mal so ein Angebot angenommen. Unser neuer Spieler bei 1860 heißt Kobbie Mainoo. Der geht bei Manchester United ja aktuell teilweise schon richtig ab. Sieht brutal vielversprechend aus. Hier kommt er von den Wolves für 55 Millionen. Schon krass, dass wir mittlerweile solche Summen ausgeben müssen. Und er ist trotzdem nicht der beste Spieler in der Mannschaft. 18 Millionen sind jetzt noch übrig. Da weiß ich halt wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Wir könnten uns halt, wenn er noch bessere Backup-Spieler kaufen. Komm, zumindest im Tor machen wir das jetzt mal. Da verkaufe ich David Richter. Wird halt in der Transferphase nicht mehr klappen. Aber dann wird er halt dritter Torhüter. Und er hier könnte jetzt auch wirklich ein langfristiger Ersatztorwart sein. Denn Pascal Lauritz hat direkt eine 79, kommt für 15,5 Millionen und ist mit 26 Jahren jetzt auch noch nicht so besonders alt. Also gerade für einen Keeper, der kann der jetzt locker 6 Jahre oder so bei uns auf der Bank vergammeln. Heißt, selbst wenn Simon mal ausfallen sollte, für ein Spiel gegen FC Bayern haben wir noch eine adäquate Nummer 2 am Start. Das erste Spiel gegen Bayern ganz früh in der Saison haben wir direkt verloren. Das heißt, wir haben bis jetzt auch immer noch kein einziges Mal gegen die gewonnen. Es gibt 2 Niederlagen in dieser Saison und wir werden nur 9. Also das checke ich nicht so ganz, warum wir so kacke performen. Das Team ist doch eigentlich richtig, richtig gut mittlerweile. Im Tor bei Simon findet halt irgendwie keine Entwicklung statt. Also müssen wir den vielleicht mal austauschen? Oder hat jetzt Lorenz die ganze Zeit gespielt? Das könnte natürlich auch sein. 11 Einsätze, Simon 25. Ja, aber wir brauchen einen anderen Keeper. Das hilft nichts. Uru Takbar 13 Tore, Martinez 12 Tore. Was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist natürlich der DFB-Pokal. Den gewinnt Eintracht Frankfurt. Wir sind gegen den Jahn in der dritten Runde geflogen. Superpokalsieger Manchester City, die Champions League gönnt sich Borussia Dortmund. Oha, die haben in der Liga dieses Jahr ausgesetzt. Aber gut, dann gewinnt sie halt mal eben die Champions League. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. 1860 braucht in der 8. Saison also unbedingt einen neuen Torwart. 52 Millionen ist ganz gut dafür. Vor allem verkaufe ich Simon jetzt dann hoffentlich noch, ohne ihn auf die Transferliste zu setzen. Sein Vertrag muss ich aber natürlich noch verlängern, damit er ein bisschen mehr wert ist. Und er hat dabei praktischerweise sogar eine Freigabesumme bekommen. 69,3. Dann könnten wir uns wirklich einen absolut kranken Keeper leisten. David Richter können wir natürlich auch noch abgeben. Und für Simon haben wir jetzt zumindest mal 50,8 bekommen. Damit steht unser Budget jetzt bei 94 Millionen für eine einzige Position. So viel Geld hatten wir da noch nie. Und ich wollte eigentlich jetzt Restes holen. Der ist ja erst 25 Jahre alt, aber dann habe ich gesehen, bei Diogo Costa läuft der Vertrag aus und deshalb musste ich zuschlagen. Damit haben wir jetzt direkt einen 89er Keeper zwischen den Pfosten und es sind immer noch entspannte 34 Millionen übrig. Dann kann ich jetzt auch ohne schlechtes Gewissen Conny De Winter abgeben. Denn einen besseren Spieler für die Position können wir uns in jedem Fall leisten. Wobei der jetzt gar nicht wirklich besser ist. Zumindest erstmal. Aber Max Meyer ist halt erst 19 Jahre alt und hat schon eine 82. Und das ist eh sau cool, weil jetzt haben wir einfach eine rein niederländische Innenverteidigung. Also die Kommunikation sollte da perfekt funktionieren. Und ich höre nicht auf, weg mit Aude. Der wechselt zum VfB Stuttgart. Und das ist auch gut so, denn zusammen mit dem übrig gebliebenen Geld, was ich jetzt auch komplett ausgegeben habe, also es bleibt jetzt nichts mehr übrig, können wir uns Nuno Mensch kaufen. 80 Millionen von Newcastle. Ich hatte auch schon über Alfonso Davies gekauft, weil der bei Napoli spielt, darf ich den kaufen. Aber der war ein bisschen zu teuer und Nuno Mensch hat besser gepasst. Und damit haben wir uns auch links hinten jetzt nochmal so richtig verstärkt. Also ich würde schon sagen, dass wir damit eigentlich um den Titel mitspielen müssen. Aber im Karrieremodus weißt du halt nie. Die letzten Saisons waren ja alle auch überraschend schlecht. Der Unterschied ist jetzt natürlich, dass wir noch einen krassen Keeper haben mit Diogo Costa. Generell, das Team sieht fantastisch aus und wird sich noch weiterentwickeln. Vor allem Uru Takbar hat, glaube ich, noch nicht sein Maximum erreicht, weil der spielt eine gute Saison nach der anderen. Sein Potenzial muss dementsprechend hoch sein. Wir schauen auf die Tabelle. Ich habe es erst nicht gecheckt. Die haben den DFB-Pokal gewonnen. Und da wurde der FC Bayern geschlagen, halt im Elfmeterschießen. Aber die Spiele, die ich zu Beginn meinte bei der Challenge, sind natürlich die aus der Liga. Wir werden Dritter, der FC Bayern Erster und die haben so viel mehr Punkte als wir. Also noch sind wir nicht ganz da, aber es fehlt jetzt nicht
nicht mehr viel. Wie man am DFB-Pokal sehen kann, Superpokal geht an Dortmund, Champions League-Sieger PSG. Bayern ist einfach gegen Monaco rausgeflogen. Die Ergebnisse gegen Bayern wollen wir natürlich schon noch sehen. Also die aus der Bundesliga meine ich jetzt. Da haben wir einmal 2-4 verloren zu Hause. Und auswärts bei den Bayern gab es eine 3-2 Niederlage. Also zweimal verloren. Das wird wahrscheinlich der schwierigere Teil der Challenge. Die Meisterschaft gewinnen wir irgendwann schon mal. Aber Bayern zweimal in einer Saison zu schlagen, das ist echt nicht einfach. Dafür brauchen wir eine absolute Übermannschaft, aber genau die wollen wir ja entwickeln. In der 9. Saison spielen wir jetzt auch zum ersten Mal Champions League, haben dementsprechend 90 Millionen zur Verfügung. Und am ersten brauchen wir halt mal wieder ein Rechtsverteidiger-Upgrade. Heißt, ich werde Kajode verkaufen. Ich finde, Curtis reicht aus als Backup. Und dazu wird dann noch Lakenmacher gehen, weil der will von sich aus weg und ein besserer Ersatzstürmer wäre sowieso nicht schlecht. Also verkaufe ich jetzt erstmal alle beide, schnapp uns dann ein Stürmer-Backup und zwar Damien Downs für 26 Millionen. Und jetzt können wir die gesamte restliche Kohle in einen. Und jetzt können wir die gesamte restliche Kohle in einen Rechtsverteidiger investieren. Aber das habe ich eben nicht gemacht. Denn mir ist aufgefallen, dass wir im linken Mittelfeld, beziehungsweise generell im äußeren, noch keine Spieler wirklich für die zweite Reihe hatten. Noch dazu hat Guttau, glaube ich, aufgehört. Und Muteba hat eine 67. Jetzt haben wir da immerhin Bamba noch am Start. Oh nee, ich bin so blöd. Da ist Guttau. Ja, okay, ist nicht schlimm. Dann wird Muteba eben verkauft. Der ist eh zu schlecht eigentlich für den Kader. Guttau wird zum RM umtrainiert. Und das große Problem, warum das überhaupt passiert ist, ist die Leihe von Pascal Lorenz. Den muss ich natürlich noch zurückholen. Für Muteba bekommen wir jetzt natürlich nicht wirklich viel Kohle. Aber das war ja auch genauso eingeplant. Unser neuer Rechtsverteidiger Arnau Martinez hat jetzt eine 86. Das ist schon ziemlich stabil. Natürlich mal wieder mit auslaufendem Vertrag gesnackt. Ja, mittlerweile kann sich sogar unsere Bank halbwegs sehen lassen. Die Startelf sowieso. Und vielleicht wird die auch noch mal ein bisschen geupgradet mit 33 Millionen. Am ersten würde ich natürlich Vega austauschen, aber jetzt erstmal spielen wir Supercup gegen den FC Bayern in der Bay-Arena interessanterweise. Und das endet mit 2-4 im Elfmeterschießen. Wir verlieren leider. Aber ich denke, das hat ganz gut gezeigt, dass wir mittlerweile auf Augenhöhe sind. Ja, das Angebot muss ich jetzt annehmen. 56,6 für Renato Vega. Der, glaube ich, wird sich halt nicht mehr großartig entwickeln. Uro Takpa geht ganz bestimmt nicht zum FC Bayern. Mittlerweile sind wir am Deadline-Day. Vega ist weg und wir haben 86 Millionen zur Verfügung. Let's go, ich habe den perfekten Spieler gefunden. Sein Name ist Arthur Vermeeren und der Typ ist 26, hat eine 87, ist damit einer der besten ZDMs der Welt. Also jetzt schaut euch dieses Team an, ey. Das muss doch mittlerweile eigentlich besser sein als der FC Bayern. Wir können ja mal kurz rüberschauen. Was haben die so für Spieler am Start? Im Sturm ist der Beste ein 84er. Im Mittelfeld haben sie den hier mit einer 86. Konrad Leimer ist nicht so schlecht. Musiala hat natürlich eine 93. Der carried einigermaßen. In der Defensive 86er Hakimi, aber der wird älter. 87er Martinez. Und im Tor dann noch Kanesechi mit einer 87. Und trotzdem würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir sind nahezu auf jeder Position, bis aufs ZOM natürlich. Uedraogo ist schlechter als Musiala. Besser aufgestellt als der FC Bayern. Oder seht ihr da noch irgendeine Position, auf der wir nicht mithalten können? Die Bank ist bei Bayern auch nicht wirklich besser. Also no joke, schön langsam müssen wir die endlich mal schlagen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann haben wir ja immer noch kein einziges Ligaspiel bis hierhin gegen den FC Bayern gewinnen können. Das gibt es nicht. Schaut euch das hier an. Pokalniederlage gegen den FC Bayern. Wir haben natürlich auch Champions League gespielt diese Saison. Sind da gegen City rausgeflogen. Ist aber jetzt nicht so wichtig. In dieser Challenge geht es vor allem um die Bundesliga. Und da haben wir 3-0 im Februar gegen die Bayern gewonnen. Let's go. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Und das Hinspiel ging 2-2 aus. Also wir haben es nochmal ein bisschen gesteigert dann in der Rückrunde. Und das sieht man auch anhand dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, ob wir noch ein komplettes 90-Plus-Team erreichen können in diesem Video. Martinez 27 Tore. Dann kommt natürlich Uro Takpa, der einen 90 erreicht hat jetzt mittlerweile. Und so kommen wir in der Bundesliga. Wir sind natürlich zuerst im DFB-Pokal, aber ich will die Bundesliga-Tabelle sehen. Wir gewinnen die erste Meisterschaft. Let's go. Das heißt, es hat wirklich nur so ein kleines bisschen gefehlt, die Challenge zu schaffen. Dieses Hinspiel gegen den FC Bayern macht's kaputt, weil wir da nur unentschieden gespielt haben. Wenn wir da ein Tor mehr geschossen hätten, dann wäre die Challenge einfach geschafft. So gibt's jetzt mal mindestens noch eine weitere Saison.
Die 10. Saison wäre doch eigentlich auch so perfekt als Abschluss. Bei der Mannschaft ist es mittlerweile so, ich habe die gerade durchgeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da großartig upgraden soll. Also natürlich könnte man jetzt viele gute Ersatzspieler holen. Aber in der ersten 11, da wird es echt richtig, richtig schwierig. Und wir haben ja viel Geld, 115 Millionen. Neue Ersatzspieler werde ich aber, denke ich, erst holen, wenn aktuelle aufhören. Das ist dann nächste Saison bei Guttau und Schmidt soweit. Jetzt könnte ich halt Joko Costa für 94 Millionen an Leverkusen verkaufen. Aber es gibt aktuell in FIFA keinen Torhüter mit mehr als 90 Potenzial. Was würde es mir jetzt bringen, Donnarumma zu kaufen? Gar nichts. Das gleiche gilt für Mignon, für Kobel. Einzig Luis Martin ist noch ganz interessant. Das ist der Regent von Courtois. Aber der ist zu wichtig für seinen Club. Heißt, den kann ich auch nicht holen. Und das wäre ein Downgrade. Zumindest jetzt erstmal. So auf lange Sicht können wir den ja im Auge behalten, wenn Costa irgendwann mal schlechter wird. Aber jetzt gerade wäre es einfach nur sinnlos, ihn zu verkaufen. So mitten ins Transfergeschehen rein. Gibt es jetzt mal wieder Supercup gegen den FC Bayern. Das ist einfach ein richtig, richtig guter Gradmesser. Wir schlagen sie mit 1:0. Ja, und bei Ue Draogo ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte. 132,2 Millionen für ihn von Real Madrid, das muss ich eigentlich annehmen, weil auf der ZOM-Position bekommen wir halt am leichtesten noch einen besseren Spieler. Da gibt es so viele mit 90 plus Potenzial und genau so einen möchte ich jetzt kaufen. Diese ganzen Spieler hier stehen einem da zur Auswahl, wobei Musiala natürlich nicht in Frage kommt und ich musste jetzt auch nicht lange rumüberlegen, was die Entscheidung angeht, denn Jude Bellingham wechselt zu 1860 und das zum Sonderpreis. Schon crazy, was wir hier mittlerweile für Spieler kaufen können. Der Markt hat für ihn 145 Millionen, ich habe nur 120 bezahlt. Da wäre ich absolut dumm, wenn ich ihn nicht geholt hätte. Aber jetzt sind halt immer noch 98 Millionen übrig. Da könnte man jetzt David Martinez kaufen und dafür einen besseren RM holen, aber ich habe nachgeschaut, es gibt keinen. Und David Martinez ist halt noch dazu ein ganz besonderer Spieler. Viel besser, als wenn ich jetzt irgendwie wieder so ein Standardtalent kaufe. Dann verbessere ich jetzt eben doch die Ersatzbank mit zwei 84ern, Conceição und Linson. Dadurch haben wir jetzt auch wirklich eine starke Bank, mit deren Hilfe wir jetzt Hooker bei Ausfällen den FC Bayern übertrumpfen können. Wobei die Mannschaft eh alles auseinandernehmen muss und das tut sie auch recht so, sieht man es. 4:1 Sieg gegen Manchester City in der Champions League und wir haben wirklich ein fast komplettes 90-plus-Team. Nur Vermeeren und Martinez haben noch eine 89. Also das gewinnt dann auch einfach verdient, die Champions League. Urotagba mit 37 Toren dieser Saison, keine einzige Vorlage, das ist auch eine Leistung. Da kamen die meisten vom 92er Roger Fernandes. Und jetzt zu den Tabellen rüber. Das wissen wir ja schon. Was ist mit der Bundesliga? Natürlich wurde der Titel geholt. 82 Punkte. Der FC Bayern holt nur 57. Das alles Entscheidende sind halt mal wieder die Partien gegeneinander. Im Supercup haben wir sie ja geschlagen. Aber es kommt auf die Partien in der Liga an. Im Pokal haben wir da auch gegen Bayern gespielt. Runde 2 war Düsseldorf. Runde 1 waren wir nicht dabei. Runde 3 war Wolfsburg, dann Dortmund, dann Hannover und dann Hoffenheim. Also kein FC Bayern im Pokal, Superpokalsieger, Barcelona, Champions League Sieger, wissen wir, Europa League Sieger, Arsenal, Conference League geht an Sporting Lissabon. Habe ich jetzt die Challenge geschafft oder nicht? Das hängt alles von den Spielen gegen Bayern ab. 1:0 im April. Ein ganz, ganz wichtiges Tor, aber wie war das Hinspiel? Das war, glaube ich, auch relativ früh in der Saison. Das waren 2:1 Siege. Es sind knappe Dinge. Aber diese Mannschaft hat den FC Bayern zweimal geschlagen, dazu die deutsche Meisterschaft geholt. Ich würde sagen, hier ist 1860 mittlerweile besser als der FC Bayern. Lasst gerne einen Daumen da, bis zum nächsten Mal, euer Bernie. Willkommen auf der Endcard, hier kannst du jetzt mein letztes Video anklicken. Da habe ich die Karriere von Cristiano Ronaldo 15 Saisons lang in der Bundesliga gespielt. Das heißt, er hat nur für Bundesliga-Clubs gezockt. Von Anfang bis Ende hat er auch haufenweise Ballon d'Ors abgeräumt. Deshalb nicht verpassen, wer es schon gesehen hat, für den es hier noch ein weiteres Video verlinkt.